Einen wunderschönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp-Tutorial. Wir haben letztes Mal besprochen, wie wir das hier hinbekommen, dass wir unser kleines M hier durch das ganze Spielfeld bewegen können. Jetzt allerdings wollen wir, wir können momentan dieses M aus dem Spielfeld hinaus bewegen, also in diese Randsteine praktisch rein. Und wir können es vor allem auch, noch aus dem Feld hinausfahren. Das wollen wir verhindern. Und zwar, indem wir Folgendes tun. Also erstmal, warum bekommen wir diese Exception? Wir wollen ja Tempfield vom Array Tempfield Pos Y und Pos X überschreiben mit e.type. Wenn jetzt aber Pos, ich glaube in diesem Fall ist Pos Y größer ist als die maximale Größe des Felds, also in diesem Fall 6. Dieses Feld hat nur 5 Elemente. Und das ist aber das 6. Element, das gibt es nicht, deswegen Index Out of Range Exception. Warum passiert diese Exception? Wir haben hier in unserer Move-Methode keinen Weg, wie wir die Position limitieren. Das bedeutet, wir schauen einfach immer, also wir gehen einfach, wir schauen nicht nach, ob das jetzt wirklich im Feld ist, sondern wir gehen einfach immer nach rechts, links, oben, unten und so weiter. Ja, das wollen wir jetzt ändern. Dazu brauchen wir aber erstmal die Größe des Bildschirms. Wir könnten jetzt einfach hier zwei Variablen erstellen, width und half, aber dann müssten wir daraus immer auf das Programm zugreifen und das macht man grundsätzlich nicht. Deswegen machen wir dafür eine eigene Klasse. Da können wir uns dann gleich den Code noch etwas vereinfachen. Damit. Und die nennt sich Screen. In dieser Screen-Klasse, diese Screen-Klasse machen wir das statisch, weil wir wollen später nicht eine Instanz von Screen erstellen, so wie hier von Entity, da erstellen wir die Instanz Player, sondern wir wollen das so behandeln wie Konsole, dass wir einfach schreiben Screen. Und irgendein Element, dann können wir das direkt aufrufen. Also gibt es von dieser Klasse praktisch nur eine Instanz und die heißt Screen. Gut, da drinnen erstellen wir Static Internal. Also Internal ist so wie Public, nur dass es etwas sicherer ist, weil es nur im aktuellen Namespace gebraucht wird. Und wir nennen diese Variable Width. Und die zweite Variable nennen wir Half. Ja, wie immer habe ich das Int vergessen. Auch vorher bei der ersten Aufnahme schon. Und wir machen eine Methode, die heißt initialize, und die, also alles von dieser Klasse ist statisch und die nimmt als Argumente with und have. Gut, ich habe vorher gesprochen davon, dass wir uns etwas den Code erleichtern können, und zwar indem wir dieses Segment hier einfach reinkopieren, weil das schaut so alleinstehend aus hier im Programm, beziehungsweise so unprofessionell. Deswegen verpacken wir das hier in die screen.initialize Methode. Ja, da machen wir momentan noch, sagen wir 100 mal 100, aber das wird sich nachher noch ändern. Gut, in die initialize Methode kommt auch noch rein das screen.with auf with gesetzt wird und screen.have auf have gesetzt wird. Normal könnten wir hier, also in einer normalen unter Anführungszeichen Klasse, also in einer dynamischen sozusagen, könnten wir hier this Punkt verwenden, können wir aber hier nicht, weil this bezieht sich immer auf die aktuelle Instanz. Also hier in dieser Entity Klasse als Beispiel jetzt wäre die aktuelle Instanz in dem Fall Player. Wenn wir noch eine Entity erstellen, bezieht sich das nicht auf die Klasse an sich, sondern auf den Player oder Monster oder sonst irgendwas. Das haben wir hier nicht, deswegen nehmen wir einfach nur Screen.
Gut, und später werden wir dann noch was hinzufügen, aber für den Lambda, für den Augenblick passt das mal. Gut, so habe ich vorher gesagt, wir müssen da noch etwas ändern dann. Und zwar müssen wir das ändern, dass wir das hier weggeben und da drunter packen. Ja. Jetzt müssen wir das Ganze nicht mit 100 und 100, sondern Screen Punkt Field Punkt get with get length Lines Punkt length Blödsinn get length 0 und Field Punkt get length 1. Ich bin nicht ganz auf der Höhe, es ist Samstag und mitten in der Nacht, deswegen jo, bin ich nicht ganz so bei mir. Ja, wir haben jetzt unseren Screen initialized, ich kann das Wort nicht aussprechen, mit den hoffentlich richtigen Werten. Moment, ich probiere es einmal. Ja, das sollte so passen. Ich schaue einfach mal. Da können wir ja schauen, Screen Punkt Width ist 11 und Height ist Height ist 11, Width ist 6. Gut, mir stellt sich jetzt noch die Frage. Ach so, weil wir hier nicht das Ganze mit Width und Height gemacht haben. Falscher Parameter, das habe ich schon fast gedacht. Aber das stimmt grundsätzlich, oder? Naja, wir lassen das im Moment noch auf 50x50, weil unser Spielfeld, glaube ich, zu klein ist, aber das wird sich dann später noch ändern. Gut, jetzt zum eigentlichen Teil, was wir eigentlich machen wollten, nämlich hier die Limitierung. Wir schauen hier if pos x muss ich denken. Wenn wir nach left bewegen wollen und es ist kleiner als 0, oder wir wollen uns nach rechts bewegen und es ist größer als screen.with. Oder wir wollen uns nach oben bewegen und es ist kleiner als 0. Oder wir wollen uns nach plus down bewegen und es ist größer als screen.have. Das wird sicher nicht funktionieren. So, in diesem Fall passiert ein Fehler. Das heißt, wir verneinen das Ganze und passt. Jetzt sollten wir theoretisch nicht mehr aus dem Spielfeld. Das habe ich mir schon gedacht. Okay. Also ja, dann soll das machen. Moment, ich mache da einfach mal ein Else, dass ich mir da einen Breakpoint setzen kann. Mysteriös, muss man sagen. War eigentlich unklug, dass ich das nicht vorher ausprobiert habe. Ja, das passt dann. Ah, ich wüsste, das passt ja noch. Aber wenn wir uns jetzt nach links bewegen wollen, nach links, nach rechts geht's. Aber ja, nach links geht's auch wieder. Aber nochmal nach links geht nicht.
Passt doch eh. Jetzt auf einmal. Nein, möchte ich bitte nicht. Pass X plus right. Okay, dann machen wir es einfach so. Wir tun die Verneinung weg. Machen hier return. Das bedeutet, es wird die Methode beendet. Und ansonsten macht er das Ganze einfach. Ist zwar ein bisschen dirty programming, aber was will man tun? Ja, das bedeutet, wenn es einen Fehler gibt, dann return, also mach nichts und geh einfach aus der Methode raus. Wenn es keinen Fehler gibt, dann kommt er nicht in diese Schleife rein, also in dieses If rein und macht einfach weiter. Hoffentlich funktioniert das Ganze jetzt. Natürlich funktioniert das Ganze nicht, das wäre ja zu einfach. Aber warum funktioniert das Ganze nicht? Pos x. Ja, da müssen wir. Da einen Breakpoint setzen wieder. Pos x ist 0, minus left ist 1. Und das ist true. Dann sollte er doch returnen, oder? Ja, tut er auch. Gut. Wenn wir jetzt aber nach unten fahren. Ja, Moment, das hat er aber vorher nicht gemacht. Okay, doch, da geht's. Es geht nur nach unten nicht. Nach oben geht's. Geht's nach oben schon? Ja, nach oben geht's. Es geht nur nach unten nicht. So, jetzt. Post Y ist 5, down ist 1 und Screen.tf ist. Okay, peinlich. Peinlich, peinlich, peinlich. Wir müssen einfach diese zwei, diese 1 und 0 da umtauschen. Ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwelche Schwierigkeiten geben wird. Ich hasse Indexer, ich hasse sie. Gut, es sollte das Ganze. Natürlich funktioniert es wieder mal nicht, weil. Because fuck you, that's why. Ach Gott. Ich hätte es wirklich vorher probieren sollen. Die Folge ist wahrscheinlich schon 700 Minuten lang. Nein, möchte ich bitte nicht. Gut, wir sind jetzt ganz unten. Jetzt fahren wir noch eins runter. Pass Y plus dann Screen.tf ist 6. Da müssen wir da wahrscheinlich ein größer Gleich machen. Okidok, jetzt funktioniert. Auf allen Seiten. Gut. Wir haben jetzt hier unsere Überprüfung. Man hört ja schon nicht, wie ich auf die Taste schlage. Und es ändert sich nichts. Das bedeutet, wir können jetzt nicht mehr aus unserem Spielfeld rausfahren, kriegen keine Exception mehr. Jetzt haben wir aber noch ein Problem, nämlich dass wir nicht auf so einen Randstein fahren sollten. Das heißt, wenn wir jetzt da eine Barrikade in der Mitte hätten, könnten wir einfach mitten durchfahren. Jo, diese Limitierung müssen wir auch noch da in diese If-Abfrage hier reinpacken. Aber da die Folge eh schon viel zu lang wahrscheinlich ist, mache ich das einfach mal in der nächsten Folge. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Programmieren und hofft, dass euch sowas nie passiert. Es wird euch garantiert passieren. Jo, wie gesagt, viel Spaß beim Programmieren und bis zum nächsten Mal.